Hallo Achievement Hunter, Susako hier. Wir sind bei der Kriegsfürstin Zayla in oberen Schwarzfelsspitzen. Drachenmal, wohl eher Drachensturz, ist der Erfolg, den wir heute machen wollen. Zunächst einmal taunten wir sie und kloppen wir sie in Phase 2. Das ist die Phase, wo die Alte dann von der Plattform auf den Drachen springt und uns drei weitere Orks beglücken. Diese können wir dann nebenbei down machen, beziehungsweise um die kümmern sich rein die Melees. Wichtig für diesen Erfolg ist, dass ihr mindestens ein, wenn nicht sogar besser zwei oder gar drei Ranges habt. Denn ihr seht hier links und rechts jeweils die Drachen anlanden mit ihrem Feuer spucken. Da sollte man übrigens nicht drin stecken. Nun gilt es, diese zu töten. Da ist der erste runtergefallen und davon müsst ihr 5 Stück machen. Am besten macht ihr 6. Hier war unser Magier halt so epic, dass er gleich hinterhergesprungen ist. Wirklich really epic. Und dementsprechend hat das Ganze dann ein bisschen länger gedauert. Es ist so, wenn ihr denen nun Leben abzieht, heilen die sich wieder, wenn die oben in den Schwarm fliegen und landen irgendwann wieder unten. Ihr seht, da sind ja echt ein Haufen Drachen. Ich weiß gar nicht, wie viele da oben rumschweben. Ihr braucht aber selber nur 5 Stück zu töten, die runterfallen. Also, achtet darauf, dass ihr die schön runterkloppt und wenn sie halt wieder hochfliegen, dass ihr die wieder landen und kaum Life haben, dann schnell terminiert, denn wenn sie dann wieder hochfliegen, würden sie sich ja wieder heilen. Ja, also jedes Mal, wenn die an der Plattform waren und wieder hochfliegen, heilen die sich, egal wie viel Life die haben. Ja, und wenn die nur 1% haben, dann heilen die sich wieder hoch. Deswegen gucken, dass ihr die ihr schon attackiert habt, sofort umbringt, wenn sie wieder landen. Oder ihr tötet sie halt, was denke ich mal bei dem aktuellen Gearstand ist, sofort, wenn sie landen, also bevor sie, ja, was heißt landen, tun sie ja nicht, bevor sie ja, wieder hochfliegen, also wenn sie hier an der Plattform andocken. Kann man andocken sagen bei Vögeln? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise bei Drachen? Docken nicht nur Schiffe an? Naja, Fragen des Lebens, auch diese könnt ihr mir gerne in der Kommentarbox beantworten und oder wenn ihr Fragen zu diesem Erfolg oder anderen habt, lasst es mich wissen. Ich versuche euch so gerne wie ich kann zu helfen. Nächstes Mal könnt ihr auch mal aus dem Feuer gehen, das trötet ja ganz schön. Und ich danke fürs Zusehen. Wir killen die natürlich, nachdem wir den 5. Drachen abgeschossen haben. Ich glaube, ich habe sogar 6-7 gemacht. Und dann kommt auch schon der Erfolg. Wir sehen uns später in Warlords of Draenor. That's a cool face. Want a date?